Hallo zusammen, hi everyone. Heute möchte ich mal ein Bild mit Harz machen, also mit Resin. Und zwar habe ich da eine ganz normale Platte genommen, eine Fliese, 40 auf 40 cm. I make a picture with Resin. I had a tile 40 auf 40 cm. And then we started. Okay, dann lasst uns loslegen. Habe jetzt hier das Resin mit Farben angemischt. Die Farben schreibe ich am besten unten in die Beschreibung rein. The name of the colors I got them in the description down below. And then we started. Okay, lass uns mal loslegen. Das ist mein erster Versuch. Und wir schauen mal, wie es wird. It's my first time. Then we look. So, eigentlich solltet ihr dieses Video auch noch sehen, aber das Harz wurde zu schnell heiß und da musste ich mich beeilen. Und dann zeige ich es euch einfach so kurz, weil ich war zu langsam für die Kamera. I want that you can show this video too, but the resin was too hot and I was too slowly. And I was too slowly for the camera. Then you can see it, this picture, so. Okay, weiter geht's. Okay. Jetzt mixe ich noch den Rest der Farben, mal schauen, was dann rauskommt. Und mixe the rest of the color. And then we look what's coming out. Okay. Okay, that's nice. Also ich finde es schön. Ich mache jetzt noch ein bisschen Feuer wegen dem Bläschen und putze aber erstmal meine Hände. I make a little with my torch and
Wash my hands. Okay, bin zurück mit meinem Feuer. I'm back with my torch. Gut, also ich finde es ganz gut geworden. Ich zeige es euch jetzt mal wieder von nahem. You can see it from near. And then we look. Dann schauen wir mal. So, ich bin zurück. I'm back. You can see it. Also ihr könnt es jetzt mal von nahem sehen. Also es war mein erster Versuch jetzt mal. Und ich finde es gar nicht so schlecht. Vor allem das Rot. It's my first time of resin. In this art, and I find it not bad. The red is very nice. Okay. Also jetzt hoffe ich mal, dass es so trocknet und so bleibt. I hope that it try it. Also dann zeige ich es euch nochmal, wenn es getrocknet ist. Okay, dann hoffe ich, euch hat es diesmal auch wieder Spaß gemacht. Mal was anderes, mal mit Resin, also mit Harz. Und dann bis zum nächsten Mal. I hope to enjoyed you and I hope you like it with the resin, my first time. And then see you next time. Bye. Also tschüss. Thank you.